Wir zeigen Ihnen ja immer am Dienstag Menschen mit ganz besonderen Leidenschaften. Und heute in unserer Serie Mein Hobby, ein Mann, der sich gerne als Wolf verkleidet. Furry heißt das. Und ich kann mir vorstellen, das ist bei diesen Temperaturen ein ziemlich heißer Spaß. Auf dem Roller durch die Sommerhitze im Wolfskostüm. Marcel Ellinger weiß, wer er sich frisch hält. Nichts kann ihn daran hindern, ein Wolf zu sein. Ja, es ist eine große Liebe. Ja, es ist, man muss verrückt sein, ein bisschen, um das Hobby auch zu machen. Und klar, im Winter ist es natürlich schön, ne? Da wärmt es schön. Im Sommer kann es anstrengend sein, aber für ein Hobby, was macht man nicht alles? Ich bin ganz aktiv in der schwäbischen Fasnet. Da verkleidet man sich ja auch im Prinzip im Häs, ne, mit Holzmaske und sowas. Und mir hat was gefehlt nach Aschermittwoch. Und dann bin ich irgendwann auf Videos gestoßen, wo ich realistische Kostüme gesehen habe. Und ich habe gedacht, ey, was ist das? Wo kommt das her? Wie viel kostet das? Wo kriegt man das? Und so bin ich dann auf das Hobby nach und nach gestoßen. Billig ist dieses Hobby nicht. Es geht im guten vierstelligen Bereich, wo man das schon mal ausgeben kann. Und der kommt aus USA, der Kopf. Und den Body habe ich dann quasi selbst zusammengenäht. Einmal im Jahr muss Comic-Con in Stuttgart sein. Zwei komplette Tage im Wolfsfell, egal wie heiß es ist. Ja, man versucht natürlich, jeden Wunsch zu erfüllen an Fotos. Natürlich kommt man fast kaum einen Meter weit, um das nächste Foto wieder zu machen. Aber dafür sind wir ja auch eigentlich da, dass wir einfach die Fotowünsche erfüllen machen können. Und wir versuchen eigentlich alles, was geht. Einfach nur Wolf sein, Marcels Lieblingstier. Szenen spielen? Nur die Maskerade zählt. Keiner kennt den anderen. Sich dabei filmen und fotografieren lassen. Das macht auch hungrig. Und natürlich kauft ein Wolf auch ein. Briefmarken, um tatsächlich Postkarten zu verschicken. Mit Pony und auch noch solo. Mit der Wundertatze wird bezahlt. Ja, das funktioniert. So eine Tatze hätte ich auch gern. Ja, das Wichtigste am Ende, ein Gruppenfoto mit möglichst vielen, die das gleiche Hobby teilen. Diesmal muss das sehr schnell gehen. Also es war jetzt zunehmend immer wärmer, man hat es gemerkt, aber so, jetzt waren wir noch draußen. Das Gruppenfoto in der prallen Sonne, glaube bei über 35 Grad. Jetzt ist es doch schon... Zumal am Ende. Aber ein Wolf weiß sich ja immer zu helfen. Oh.